die Werkstatt. Willkommen bei StarTube. Was spart Zeit in der Werkstatt? Ganz klar, Montage-Kits. Ja, alles dabei, kein Suchen mehr, keine Extra-Bestellung. Eines unserer Themen heute. Und es geht um sanfte Gleiten großer Limousinen. Dafür sorgt häufig eine Luftfederung, aber wehe, die ist mal kaputt. Preiswerten Ersatz findet ihr bei Arnold. Auch dazu gleich mehr. Und warum Dani heute von einem Engel Blumen bekommt? Das klären wir auch noch. Wir haben wieder Besuch im Studio, Florian Pfeiffer von Virol. Servus Florian. Hallo Daniela, hallo Markus. Ihr seid Experten für den Getriebeölwechsel. Warum ist es besonders bei älteren Autos so wichtig? Ja, es geht bei älteren Autos gerade auch darum, den Verschleiß zu verringern und die Lebensdauer zu verlängern. Nichts ist nerviger, als wenn man unterm Auto steht und ausgerechnet ein Teilchen fehlt. Aber auch hierfür habt ihr Abhilfe, Florian. Richtig, Markus. Wir haben mittlerweile über 40 Getriebefilter-Kits im Programm, wo dann, hier kann man es ganz schön sehen, die Filter, Steckgehäuse, Dichtungen, aber natürlich auch das passende Getriebeöl im Kit enthalten sind. Und das Tolle ist, wir haben alle Teile, auch die Schrauben, in dieser kompakten Box. Man braucht quasi nur eine Artikelnummer raussuchen und nicht jedes Teil einzeln. Das spart natürlich der Werkstatt Zeit und Geld. Und wenn man sich nochmal schlau machen möchte, kann man das auch, oder? Genau, richtig. Auf vaiko.de haben wir jetzt ganz frisch ein Video hochgeladen, wo die einzelnen Schritte nochmal gezeigt werden, aber auch die einzelnen Komponenten gezeigt werden, was jetzt auch noch zusätzlich auf YouTube zu sehen ist und wo sich die Werkstätten immer informieren können. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Super, den Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Florian, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Nächstes Thema, Luftfedersysteme. Stell dir vor, Dani, dein Wochenende in Mallorca, 10 Koffer, ich bringe dich mit unserer S-Klasse zum Flughafen. Da muss ich dir mit Sicherheit hinten hochpumpen, damit wir nicht bei nächster Gelegenheit aufsetzen, oder? Auf jeden Fall realistisch. Und ja, wir wollen auch heil ankommen und auf Koffer verzichten ist wirklich nicht drin. Deshalb muss die Luftfederung funktionstüchtig sein, aber die ist anfällig. Gummibalg, Schläuche, Ventile, Pumpen, wenn was kaputt ist, wird es meistens teuer. Und der Knaller für euch, früher gab es diese Teile nur als UE-Teile. Arnott steuert hier gerade mit einem riesigen Angebot an Luftfedern, Luftfederbeinen und Kompressoren dagegen. Seit gut 2 Jahren könnt ihr alles über Arnott bei Stahlgruber bestellen. Ja, endlich Lösungen im Aftermarket. Und zwar für 25 Automarken, das bedeutet 95% Fahrzeugabdeckung. Im Sortiment sind Neuteile und auch werksüberholte Komponenten. Damit ist Arnott auf jeden Fall die preiswerte Alternative, egal ob alte S-Klasse oder neuer A8. Ja, und ich kann mich stilsicher auf Mallorca unter die Schönen und Reichen mischen. Unser StarTube-Studio wird immer mehr zur StarTube-Werkstatt. Elmar Volz aus der Unternehmenskommunikation ist bei uns. Elmar, du warst der Meinung, es fehlt ein Schraubstock. Genau, in jede Werkstatt gehört ein Schraubstock. Und ich habe heute mal einen ganz tollen mitgebracht. Das ist der Heuer Kompakt. Der wird in diesem schönen Koffer geliefert, hat auch je nach Werkstück die passenden Backen dabei. Die sind magnetisch, lassen sich wunderbar da anklipsen. Und den montieren wir jetzt mal an der Tischkante. So, schon ist er fest. Und jetzt möchte ich zum Beispiel dieses Werkstück hier einspannen. Da müsste ich jetzt bei einem normalen Schraubstock anfangen zu kurbeln, bis das weit genug auf ist. Beim Heuer Kompakt kann ich hier entriegeln und den Schraubstock einfach aufziehen. So, jetzt kann ich mein Werkstück einspannen und kann zum Beispiel meine Arbeit dran machen. Ich möchte jetzt hier was entgraten. So, als nächstes möchte ich jetzt zum Beispiel diese Schraube lösen. Das heißt, ich schiebe ihn einfach wieder zusammen. Ja. Und kann jetzt das Werkstück so einspannen und kann einfach anfangen zu schrauben. Also, das ist wirklich ein cleveres Teil. Wunderbar für Werkstattwagen, wo wenig Platz ist, oder auch für die kleinere Ecke in der Werkstatt. Eine clevere Idee von Heuer. Dankeschön, Elmar. Gerne. Hoppala, wenn die Blumen für unsere Dani angeflogen kommen, dann kann das nur ein Engel gewesen sein. Ja, nämlich der Herr Martin Engel aus Polheim, der sich einfach mal bei uns für StarTube bedanken wollte. Wir sagen danke, Herr Engel, und bleiben Sie immer mobil. Wir freuen uns natürlich auch über eure Kritik, sodass wir immer besser werden können. So, lasst uns noch zu unserem Gewinnspiel kommen. Zu gewinnen gab es einen Fahrradträger von Übler. Ja, gewonnen hat Stefan Krüger. Er ist stets mit seiner Tochter per Rad und Hänger unterwegs und kann sich jetzt mit dem praktischen Heckträger auch mal bei plötzlichem Regen von seiner Frau abholen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Das war's von StarTube für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Die ist am 3. August. Wir sagen danke und bleibt immer mobil. Träger. Plötzlicher Regen.